Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie warnt, die Knochen der Deutschen brechen immer schneller. In den letzten 15 Jahren haben gerade die im Alter häufig vorkommenden Oberschenkel-Halsbrüche drastisch zugenommen. Guten Morgen! Wir alle haben gelernt, na dann müssen wir mehr Kalzium zu uns nehmen. Das stärkt doch die Knochen. Zum Thema Kalzium empfehle ich Euch mein entsprechendes Video, wo anhand von Studien belegt wird, warum Menschen mit sehr hoher Kalziumeinnahme schneller sterben. Oben in den Infokarten. Natürlich, und da sind sich die Wissenschaftler auch einig, ist Kalzium ein sehr, sehr wichtiger Mineralstoff für die Knochengesundheit. Aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Die goldene Mitte schlägt wieder zu. Und die Milchindustrie hat auch erfolgreich in die Köpfe der Menschen folgenden Zusammenhang über Jahrzehnte in unser Bewusstsein gebracht. Milch gleich Kalzium gleich Knochengesundheit. Aber schon alleine die Studie der Universität in Sydney, die ich Euch unten verlinkt habe, zeigt, dass umso mehr Milchprodukte man konsumiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Hüftfraktur, also einen Hüftbruch zu erleiden. In der Studie, die ich Euch unten verlinkt habe, war es sogar so, dass diejenigen mit dem höchsten Milchverbrauch ein doppelt so hohes Risiko für Hüftfrakturen hatten. Auch verlinke ich Euch zwei weitere Studien unten, die ausdrücklich zu dem Ergebnis kommen, dass der Konsum von Milch keinerlei positiven Einfluss auf die Knochengesundheit hat, bzw. dass eine erhöhte Kalziumaufnahme sogar eine höhere Rate an Hüftfrakturen nach sich zieht. Was ja in erster Instanz konform geht mit der ersten Studie, die ich Euch genannt habe, mit der Milch, der doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit einer Hüftfraktur. Interessant ist aber, wenn man sich die Studien dann mal wirklich genauer anschaut und in die Settings und in die Versuchsanordnungen reinliest, dann erkennt man, dass in der Studie, wo festgestellt wurde, dass ein erhöhter Milchkonsum zu einem erhöhten Hüftbruchrisiko führt, man trotzdem nicht so hohe Kalziumwerte zugrunde legen kann, wie in der anderen Studie, wo explizit der erhöhte Kalziumkonsum zu vermehrten Knochenbrüchen und auch einer erhöhten generellen Sterblichkeit führt. Was nur einen logischen Schluss zulässt. In der Milch ist nicht das Kalzium das Hauptproblem, was ja eben sogar bis zu einem gewissen Grade sehr gesund ist, sondern das Problem muss woanders liegen. Gerade weil das in der Milch enthaltene Phosphor die Kalziumverwertung aus der Milch noch hemmt und damit noch einmal die These untermauert, dass nicht das Kalzium in der Milch das Problem ist, weil eben das Kalzium in der Milch kaum aufgenommen wird. Um zu erkennen, was das eigentliche Problem ist, müssen wir einfach mal eine Stufe höher gehen oder eine Stufe niedriger, je nachdem wie man das betrachtet, und unseren Körper wirklich ganzheitlich sehen. Was passiert, wenn man Milch zu sich nimmt? Bei den gesamten Stoffwechselvorgängen, die bei uns ablaufen. Zwei grundlegende Dinge, die man sich merken muss. Milch ist stark schleimbildend und zweitens Milch ist stark säurebildend. Das bedeutet, unser Körper verschleimt und übersäuert durch die Milch. Aber unser Körper kämpft dagegen. Das bedeutet, er versucht sich ständig zu reinigen und zu entgiften. Und er versucht das nicht nur, sondern er macht das auch. Man braucht keine Entgiftungskur zu machen, um diesen Prozess in Gang zu setzen, sondern der Körper macht das von ganz alleine. Die Natur ist perfekt und reguliert sich von ganz alleine. Selbiges gilt auch für die Problematik der Säurebildung im Körper. Und da sind wir dann bei dem wirklichen Grundproblem, warum die Knochen schneller brechen, wenn man viel konsumiert. Nicht die naheliegende Begründung und in der Wissenschaft eben auch schon so formulierte Hypothese, dass ein zu viel an Kalzium das Problem darstellt. Das tut es natürlich auch, aber das hat nichts mit der Milch zu tun, sondern im Zusammenhang ist es falsch, mit der Milch diese Hypothese zu formulieren. Das Problem ist, dass um diese Säuren, die von der Milch produziert werden, zu neutralisieren, braucht es eine große Menge an Mineralstoffen. Und wenn man neben der Milch keine mineralstoffreiche und gesunde Nahrung zu sich nimmt, dann holt sich der Körper die Mineralstoffe eben aus den Knochen und dann wird ein Schuh draus. Das erklärt auch, warum die Vegetarier, die genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Milch trinken als die Fleischesser, nicht die Knochenbruchsproblematik wie die Fleischesser haben. Weil sie mehr oder sehr viel mehr mineralstoffreiche Kost in Form von Gemüse zu sich nehmen statt Fleisch, was auch wieder säurebildend ist und Mineralien braucht. Bei Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind jedoch auch die Vegetarier aufgrund der mannigfaltigen generellen Probleme tierischer Produkte auch einem sehr, sehr großen Risiko ausgesetzt. Das an der Stelle nochmal kurz erwähnt.
Dazu auch mal der Hinweis auf mein Video, warum Milch eigentlich süchtig macht. Auch total interessant. Ihr seht schon, ich will euch von der Milch wegbringen. Ja. So, ich hoffe, ich konnte wieder einmal ein wenig ein paar Dinge klarer stellen und vor allem auch stärker in die Bewusstheit drücken, weil doch einiges immer wieder stark pauschalisiert wird. Wenn ihr das Video interessant fandet, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben als Feedback freuen. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal hier oben und lasst uns gemeinsam wachsen und uns als einen bewussten Teil der geistigen Evolution begreifen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.